Ein kurzer Aussteiger. Also kann mir jemand melden, ob ihr ausgestiegen seid oder ob ihr da seid. Hoffe, es funktioniert. Ich warte einen Moment, ja. Hoffe ich, dass ihr wieder einsteigen könnt. Okay, seid ihr da? Gut. Gut. Schön. Freut mich, aus Vorarlberg Grüße zu bekommen. Gut, Verbindung ist da. Ich heiße euch willkommen. Freue mich, dass wir wieder nach einer Woche beisammen sind und ihr euer Lebenszeichen gebt. Ich sitze da mutterseelen allein in meinem Raum und habe niemand um mir. Es ist immer schwierig, einfach in die Kamera hineinzureden. Ja. Hätte euch gerne so vor mir ein bisschen einen Austausch. Wäre so manches vielleicht noch auch sehr interessant, gleich auf Reaktionen einzugehen und Fragen und dass wir gemeinsam etwas erarbeiten. Aber wir setzen unser Thema fort. Heute mit einer schon sehr, sehr gewohnten Frage. Was, wenn Sie den Messias erkannt und angenommen hätten? Ich habe mir vorgenommen, habe mich jetzt diese Woche entschlossen, dass ich heute einmal ganz speziell über dieses Thema spreche und dass wir das zu einem eigenen Thema für einen Abend heute gestalten. Und zwar aus einem besonderen Anlass, den ich in der Osterwoche bekommen habe, durch einige interessante Zeitungsartikel, die bei uns hier in unseren Lokalzeitungen in Kärnten gewesen sind. Auch in anderen Zeitungen hat es ja diesmal zu Ostern in der Karwoche sehr interessante Berichte gegeben und Artikel gegeben, die sich mit der Frage des Todes Jesu so auseinandergesetzt haben, wie ich es eigentlich noch nie so in der Form vor Ostern erlebt habe. Und da sind fast in jeder Zeitung sind da irgendwelche Artikel erschienen. Und die Fragen haben sich eigentlich alle gedreht um das Thema, das wir uns eigentlich hier auch immer wieder stellen. Und zwar das Thema, warum musste Jesus sterben? Und es waren einige Zeitungsartikel, die interessanterweise diese Frage vordergründig behandelt haben. Und da sind natürlich alle möglichen Antworten gekommen. Und ich habe mir da so einige Antworten angeschaut. Ich habe dann auch am Freitagabend, das war am Karfreitag, da hat dann auch mein Bruder eine Andacht darüber gehalten und hat auch eben auf diese Artikel aufmerksam gemacht. Und er meinte dann auch nicht, dass da also ganz unglaubliche Geschichten da zu lesen waren. Und er hat sich auch gewundert über manche Erklärungen, die da zu diesem Thema gestellt worden sind. Und auch es wurden auch gewisse Alternativen zum Tod Jesu, zur Kreuzigung Jesu diskutiert. Und ich habe gefunden, dass diese Artikel für mich persönlich in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, dass wir uns ja jetzt schon seit einigen Jahren mit dieser Frage beschäftigen, für mich persönlich war das also eigentlich höchst interessant. Ja. Und ich habe mir gedacht, es ist wert, diese Frage zu stellen. Und dass wir vielleicht einen Abend einmal damit gestalten. Und ich habe ja angekündigt auch, dass wir uns auch mit einer Geschichte beschäftigen werden, die ich in diesem Büchlein gefunden habe, ja, durch Christus, durch seinen Tod erlöst. Vielleicht habt ihr es inzwischen bekommen und habt diese Geschichte da drinnen gefunden. Also wir werden uns da mit einer Geschichte beschäftigen, die ein Kapuzinerpater im 15. Jahrhundert geschrieben hat und auf die Frage geschrieben hat, was war die Sünde der Juden an der Kreuzigung Jesu? Auch eine interessante Frage, die da in diesem Artikel gestellt wird. Und ich habe gestaunt über Fragen, die sich Leute schon in der Reformationszeit, also das war im 15., 16. Jahrhundert, über diese Frage gestellt haben, vor allem Katholiken, ja, ein katholischer Priester. Ich habe jetzt eine Frage unter protestantischen Leuten noch nicht gefunden. Und es ist mir auch bewusst worden in der Vorbereitung auf dieses Thema,
dass diese Frage, warum musste Jesus sterben, natürlich überall gestellt wird und in den letzten Jahren sehr intensiv gestellt wurde. Aber die Frage, die wir uns heute stellen wollen, der wir wieder etwas näher nachgehen wollen, was wäre gewesen, wenn die Juden Jesus nicht gekreuzigt hätten? Es ist sehr bemerkenswert, dass diese Frage im Christentum ganz allgemein eigentlich überhaupt nicht gestellt wird. Ja? Im Katholischen, ich kenne kein katholisches und kein christliches Buch oder eine Herausgabe einer Arbeit, die zu diesem Thema geschrieben worden wäre. Diese Frage wird in den christlichen Kirchen prinzipiell offensichtlich nicht gestellt. Man denkt nicht darüber nach. Christen und bibelgläubige Christen aller Konfessionen, was ich bis jetzt so festgestellt habe, und ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder versucht, mit anderen Christen über dieses Thema zu reden, und ich habe gemerkt, diese Frage ist völlig unbekannt. Also man ist nicht gewohnt, dass man diese Frage überhaupt stellt, was gewesen wäre, wenn die Juden ihren Messias einfach angenommen hätten und wenn sie ihm geglaubt hätten und wenn sie ihn letztendlich auch nicht gekreuzigt hätten, wie sie das gemacht haben. Und ich dachte, dass es wert ist, dieses Thema mal richtig von diesem Hintergrund, dass man über diese Frage schweigt im Christentum, dass man diese Frage gar nicht stellt, dass wir uns dieser Frage einen Abend widmen. Ich darf euch einladen, dass wir dazu auch um den Heiligen Geist bitten und um die Gegenwart Gottes. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich wieder loben und preisen für die Möglichkeit, die du uns heute Abend wieder schenkst, dass wir über wichtige Fragen nachdenken können, die uns heute beschäftigen, die besonders dein Leben, Herr Jesus, und dein Sterben betroffen haben, dein Schicksal, das du in dieser Welt erlitten hast, nachdem du als Schöpfer Himmels und der Erde, als Herr des Universums in diese Welt gekommen bist, in das Land, das du auserwählt hast, in das Volk, das du auserwählt hast und das durch Jahrhunderte hindurch geführt hast und es vorbereitet hast auf dein Kommen. Und durch welches du der Welt einen großen Segen vermitteln wolltest. Herr, wir können wohl nicht genug darüber nachdenken, warum es zu diesem Schicksal gekommen ist und was wir aus dieser Geschichte auch für uns heute lernen. Und was wir überlegen können, was die Welt seither gerade dadurch erlebt hat. Wir laden dich ein, dass du auch heute Abend bei diesem Thema bei uns bist, unsere Gedanken führst und hilfst, dass wir auch dahinter deine göttliche Weisheit recht erkennen, aber gleichzeitig auch die Unweisheit und die Torheit der Menschen erkennen, wenn sie über das Geheimnis nachdenken, das du durch dein Leben und auch durch dein Sterben schon damals den Menschen aufgegeben hast und als Rätsel vorgelegt hast. Wir danken dir für deine Gegenwart und für deine Führung an diesem Abend. In Jesu Namen. Amen. Gut, also noch einmal herzlich willkommen, alle, die sich inzwischen dazugeschaltet haben, zu dieser Frage, die wir uns stellen, was wäre gewesen, wenn Jesus damals nicht so gehasst, von den Juden nicht so gehasst, gekreuzigt und misshandelt worden wäre, wie es letztendlich tatsächlich geschah und wie es in den Evangelien berichtet wird. Wie schon gesagt, eine Frage, die sich Christen grundsätzlich gar nicht stellen oder gar nicht stellen wollen. Und ich habe versucht, ein bisschen in der letzten Zeit und in den letzten Jahren eigentlich immer wieder, so nach Literatur zu suchen, ob in diesen theologischen Büchern, wo man über die Erlösungslehre, über die Kreuzestheologie, über die ganze Opfertheologie und das ganze Leben und das Schicksal Jesu herum geschrieben hat, es ist mir aufgefallen, dass in der ganzen Theologie, in der ganzen Geschichte der Theologie, von den Kirchenvätern angefangen bis herein ins Mittelalter, ist mir nie diese Fragestellung irgendwo in einem besonderen Buch oder in irgendeiner Arbeit, wo ich da herumgesucht habe, irgendwie untergekommen, dass man sich diese Frage grundsätzlich in christlicher Theologie gestellt hätte. Möglich wäre oder welche Alternative es gegeben hat, wenn die Juden Jesus geliebt hätten,
aufgrund dessen, was er für sie getan hat, wenn sie ihn angenommen hätten, wenn sie seiner Botschaft geglaubt hätten und diese Botschaft auch in ihrem persönlichen Leben umgesetzt hätten und so ganz einfach den Messias angenommen und nicht verworfen hätten. Kein geschichtliches Buch, das ich kenne, kein theologisches Buch. Falls irgendjemand von euch eines kennt oder irgendwo dahinter kommt, da gibt es irgendwo ein Buch, wo diese Fragen gestellt werden, diese Fragestellung nach den Verhalten der Juden, dann wäre ich sehr interessiert daran. Jedenfalls das Erste, was ich gefunden habe oder überhaupt, das ist das, was ich euch heute in diesem Büchlein hier noch zeigen werde, dass da tatsächlich ein Kapuzinerpater im 15. Jahrhundert sich diese Frage gestellt hat. Aber wie wir merken, auch er stellt eigentlich nicht die Frage, was wäre gewesen, wenn sie es angenommen hätten, sondern was wäre gewesen, wenn sie ihm nicht den Hass getötet hätten. Ja? Das, was er ja dann als Sünde bezeichnet. Aber er stellt einfach dann nur die Frage, was war die Sünde an dem, wie sie mit Jesus umgegangen ist. Also trotzdem eine andere Fragestellung. Das heißt, dass man diese Frage nicht stellt, hat wohl unbedingt damit zu tun, dass Christen sich ein Christentum, ihren christlichen Glauben ohne Kreuz und ohne dieses Leiden und dieses Sterben Jesu, diese Qual Jesu mit der Dornenkrone, mit der Geißelung und mit all dem, was da stattgefunden hat, mit den Verhören und Gefangennahme, man kann sich das nicht vorstellen. Für Christen gäbe es ohne diese Geschichte, ohne einen brutalen Umgang mit Jesus, gäbe es, wie bekannt ist, keine Erlösung für Menschen, es gäbe keine Vergebung der Sünden, das heißt, Gott hätte denn keinen Menschen Sünde vergeben können, es hätte keine Auferstehung gegeben für Menschen, auch für Jesus hätte es natürlich in dem Fall auch keine Auferstehung gegeben, weil er dann gar nicht gekreuzigt worden wäre, weil er nicht gestorben wäre, oder ja, vielleicht wäre er dann trotzdem gestorben, wenn die Juden ihn angenommen haben. Also da möchte ich euch heute aus diesem Zeitungsartikel einiges zeigen, welche Gedanken man sich da darüber gemacht hat. Aber auch diese Artikel haben mich eigentlich wieder, haben mir irgendwelche Gedanken wieder neu in den Sinn gebracht, dass man sagt, es ist wert, sich hier doch Fragen zu stellen, und wir als Christen sind vielleicht manchmal blockiert in unserem Denken, und es ist ganz gut, wenn da solche Fragen anderen Leuten gestellt werden, und wir werden hier einen Historiker zu Wort kommen lassen, der auf Gedanken gekommen ist, die mir überhaupt noch nie in den Sinn gekommen sind. Ja? Und deshalb habe ich mir gedacht, das ist vielleicht auch für euch interessant, wenn wir darüber reden. Ja? Das heißt, wie gesagt, der christliche Glaube kann sich das nicht vorstellen. Und grundsätzlich kann man sagen, die Frage, was wäre gewesen, wenn sie Jesus nicht gekreuzigt hätten, sondern angenommen haben, wird, und jetzt rede ich in Zahlen, von etwa 2 Milliarden Christen aller Konfessionen fast grundsätzlich nicht gestellt und nicht behandelt. Ich mache das jetzt bewusst. 2 Milliarden Menschen stellen sich diese Frage grundsätzlich oder gehen dieser Frage grundsätzlich gar nicht näher nach. Ja, sehen in dieser Frage stellt gar keinen Wert, dass man sie überhaupt stellt. Ja, weil es absurd ist, weil es sowieso eine Spekulation ist aus dem Denken eines Christen, der denkt so darüber. Ja. Es gibt höchstens die Frage, und darüber gibt es also eine Fülle von Literatur, warum ist Jesus gestorben, warum hat er gerade diese Schicksale erlitten und warum muss der überhaupt leiden? Also darüber, da ist ja die christliche Literatur voll von Erklärungen. Die Frage muss man da also nicht extra stellen. Andere stellen die Frage natürlich auch, und da gibt es genügend Menschen, auch Millionen, hunderte Millionen Menschen, stimmt das überhaupt, dass Jesus überhaupt gestorben ist? Oder stimmt das überhaupt, dass er so gestorben ist, wie das in den Evangelien berichtet ist? Auch dieser Zweifel, den gibt's ja. Und ihr kennt diese neue Literatur, da gibt es ja auch Filme, die Jesus-Falle oder der Judas-Code, nicht? Diese Geschichten über den Judas. Und da gibt es ja diese Geschichten, dass Jesus ja gar nicht gestorben ist, er ist ja gar nicht gekreuzigt worden, er ist ja da abgehauen irgendwo nach Indien und ist dann in Indien irgendwo als alter Mann gestorben. Früher gab es Geschichten, dass man jetzt das Grab Jesu in Frankreich gefunden hat.
Das heißt, auch eine Philosophie, und da gab es ja auch Bücher darüber, wo man diese Geschichte vom Heiligen Gral, nicht? Das ist ja ein Film und ein Buch, das man darüber geschrieben hat. Und da werden lauter solche Spekulationen werden da dargestellt, und es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die das beweisen wollen, dass Jesus ja gar nicht da in Jerusalem gestorben ist und dass das Grab gar nicht dort in Bethlehem, also nicht in Bethlehem, sondern in Jerusalem ist. Diese eine Höhle, die man das heute den Touristen dort zeigt, ist ja auch nicht sicher, dass das wirklich das Grab Jesus ist, das muss man ja auch bekennen. Aber dass man das Grab dann in Frankreich gefunden hat oder andere Männer in Indien irgendwo, das zeigt schon, dass hier auch von Millionen Menschen diese Frage gestellt wird, stimmt das überhaupt, dass er überhaupt gestorben ist? Alle Weltreligionen, ist ja interessant, lehnen das Christentum ja grundsätzlich ab. Nicht nur, weil sie sagen, dass Jesus gestorben ist als Prophet oder irgendjemand, sondern lehnen das ab, weil sie sagen, Jesus war der Sohn Gottes, er war der Erlöser der Menschen, er war der Schöpfer Himmels und der Erde, der Mensch geworden ist und dann von seinem Volk so gehasst worden ist, und Gott schaut zu und lässt das geschehen, und es gibt heute Milliarden von Menschen, die gerade das, was für die Christen der unbedingte Glaube ist, ja, dass das der absolute Wille Gottes war, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Wenn man natürlich näher fragt, ja, glaubst du wirklich, dass Gott wollte, dass die Juden Jesus kreuzigen, dann sagt dann letztendlich, viele Christen sagen dann trotzdem danach, das war sicher nicht der Wille Gottes, aber es war ja geplant so, es war ja der Wille Gottes, dass er trotzdem am Kreuz stirbt. Denn so gab es ja die Prophezeiungen. Und gerade solche Erklärungen können Milliarden Menschen auf dieser Erde in anderen christlichen Religionen natürlich nicht glauben. Und die lehnen das Christentum gerade deshalb ab, weil das Christentum glaubt und lehrt, dass das der Wille Gottes war, denn die Juden da, wenn Jesus von den Juden gekreuzigt wurde, das war in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und ihr wisst, und ich nenne jetzt wieder Zahlen, wenn wir vorhin gesagt haben, 2 Milliarden Christen stellen sich grundsätzlich nicht die Frage, da wollen sich diese Frage nicht stellen, was wäre gewesen, wenn die Juden Jesus angenommen und ihn nicht gekreuzigt hätten. 1,4 Milliarden Moslem sind der Überzeugung, und nach meinen Nachforschungen der Geschichte der Entstehung des Islam bin ich dahinter gekommen, dass Mohammed zu seiner Zeit mit den Antworten, die Christen damals gegeben haben, warum Jesus sterben musste, mit diesen Antworten nicht einverstanden war. Er hat sie als einfacher Händler, der mit viel Christen und mit Juden zusammengekommen ist, der hat die Antwort, die Christen damals im 6. Jahrhundert gegeben haben, die hat er zurückgewiesen, und die konnte er nicht annehmen. Dasselbe auch die Juden. Und ich werde euch dann gleich zeigen, welche erste Antwort ich da gefunden habe in der Kirchengeschichte, wie man das erklärt, warum Jesus sterben musste oder was dieser Tod dann auch bewirkt hat. Und die Antworten, die damals gegeben wurden, konnten viele Christen und auch viele Heiden nicht glauben. Mohammed, wie gesagt, er war ja eigentlich ein Araber, nicht? Und hat aber mit Juden sehr viel zu tun gehabt, hat natürlich auch den christlichen Glauben kennengelernt durch seine Reisen, die er gemacht hat, und die internationale Kommunikation, die da in Arabien war. Da hat er viele dieser Menschen kennengelernt, und er hat ja offensichtlich auch irgendwo also Verbindungen zur Bibel gehabt. Man weiß ja nur, Mohammed selber hat ja nicht lesen und schreiben können, und so konnte er die Bibel nicht selber lesen, aber er hat vom Christentum sehr viel Bescheid gewusst. Das merkt man im Koran, der offensichtlich von ihm stammt, und wenn auch nicht alles, was da drin steht. Aber grundsätzlich kann man sagen, Mohammed war mit der christlichen Lehre sehr vertraut. Und er stimmte mit den Juden überein, dass die Geschichte, die die Christen erzählen, dass Jesus sterben musste, das hat er genauso abgelehnt wie die Juden. Ja? Aber die Juden haben natürlich nicht unbedingt die Kreuzigung Jesu geleugnet. Sie haben natürlich versucht, die Schuld, die man ihnen zugeschoben hat, abzuwälzen und mit dieser Geschichte von Jesus einfach nichts zu tun haben zu wollen. Ja? Während Mohammed natürlich Jesus als großen Propheten angenommen hat und auch seiner Lehre vieles abgewonnen hat, ihn auch als den größten aller Propheten neben Mohammed beschrieben hat.
Aber er ist der Meinung gewesen, dass diese Geschichte von der Kreuzigung eine Erfindung der Jünger war, der Jünger Jesu, die dann später diese Evangelien geschrieben haben, und das sei eine Fälschung geworden. Deshalb lehnt er auch das Neue Testament als Fälschung ab und hat dann eben eine eigene Geschichte geschrieben von Jesus, die mit der Geschichte in der Bibel natürlich wenig zu tun hat. Aber er war dann der Überzeugung, und das wissen ja sicher die meisten von euch, ja, dass Mohammed diese Geschichte so erzählt hat, dass Jesus gar nicht gekreuzigt wurde. Gott hat es nicht zugelassen, dass er gekreuzigt wird, sondern er hat, bevor er gekreuzigt wurde von den Juden, sie haben ihn zwar gefangen genommen, aber dann hat ihn Gott irgendwo verwandelt, und dann hat Jesus plötzlich anders ausgeschaut, und dann die Juden gemerkt, dass das ja ein anderer ist, der jetzt da vor ihnen steht. Und jetzt haben sie ihn freilassen und haben dann einen aus dem Volk genommen, den sie dann ans Kreuz geschlagen haben. Und manche sind der Meinung, dass das der Josef von Arimathia war, der dann das Kreuz ja getragen hat. Und interessant ist das ja nicht, dass diese Geschichte, dass Jesus da nicht von den Juden gekreuzigt worden ist, sondern ein anderer, der ihm ähnlich war, denn Allah hat ihn zu sich genommen, dass das nicht eine Erfindung von Mohammed ist, sondern ich habe diese Geschichte in einem apokryphen Buch gefunden, das schon zur Zeit im 2. Jahrhundert existiert hat. Ja? Im Barnabas Brief, zweites, drittes Jahrhundert, kann man eine ähnliche Geschichte lesen, die damals von Christen oder so von Pseudochristen, von vielleicht von Judenchristen auch, man schätzt aber eher von solchen, also christlichen Schreibern, dass diese Geschichte so erzählt worden ist. Und Mohammed hat sie 400 Jahre später über diese Tradition der apokryphen Schriften aufgenommen. Und dann hat er lieber diese Geschichte angenommen als das, was in der Bibel drinnen steht und was die Christen da erzählt haben darüber. Ja. 1,4 Milliarden Moslem sind also mit dieser Frage, ob Jesus starb, die haben da Schluss gemacht damit, und die haben gesagt, er starb nicht, er ist in den Himmel gefahren. Und wenn Christen dann kommen, dass sie sagen, ja, Jesus ist gestorben, weil er sterben musste, weil sonst keine Sündenvergebung möglich ist, das lehnt der ganze Islam natürlich völlig ab. Das ist eines für sie, eines mindestens ein großes Gräuel, wie wenn wir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, so ist es auch, wenn wir sagen, Gott hat unbedingt den Tod Jesu gebraucht, damit er den Menschen Sünde vergeben kann. Dieselbe Einstellung haben etwa 8 Millionen Hinduisten, eine riesige Zahl. Ja? 800 Millionen Hinduisten lehnen diesen Glauben der Christen, dass Jesus unbedingt sterben musste, dass es der Wille Gottes war, lehnen sie ebenfalls ab und sind dem Christentum gegenüber gehässig gestimmt. Weiters gibt es etwa 500 Millionen Buddhisten, die das ebenfalls nicht glauben. Und dann hunderte Millionen Menschen, auch in anderen Religionen, die auch in östlichen Religionen sind und auch in heidnischen Religionen, da wird ebenfalls diese Vorstellung, dass Gott hier seinen Sohn selber opfern musste, ja, dass das ja von Gott aus geschehen ist, dass er das tun musste, wer immer das dann auch tut, nicht, das waren ja dann letztendlich Menschen, aber dass das unbedingt zur Erlösung der Menschen notwendig ist, das wird grundsätzlich abgelehnt auf dieser ganzen Erde, kann man sagen. Nicht? Und das Christentum hatte durch die ganze Geschichte hindurch Mühe. Das ist ja eines der großen Unterschiede in dem Thema, den Menschen auf dieser Erde das zu erklären und plausibel zu machen. Aber es ist sehr bemerkenswert, dass offensichtlich, und das ist mir in den letzten Jahren eben besonders aufgefallen ist, dass man sich nirgends bemüht, diesen fremden Religionen die Geschichte Jesu vielleicht einmal von der Seite zu erklären und diese Frage zu stellen. Leute, denkt einmal nach. Das, was die Juden da gemacht haben, damals mit Jesus und die Römer, das war ganz sicher nicht der Wille Gottes. Ich kann mir vorstellen, und ich habe das ja auch schon durchexerziert, und ich habe da mit einigen Leuten schon angefangen, darüber zu reden, auch unter Moslem. Und ich habe da kürzlich einmal ein Gespräch mit einer Hinduistin gehabt auch, die mir gesagt hat, ja, wissen Sie was, wenn die Christen über die Geschichte von Jesus so reden,
dann wäre das ja kein Problem. Das könnten dir auch Hinduisten viel leichter annehmen. Und wenn man diese Frage auch ihnen auch vorlegt und sagt, überlegen Sie mal, was hätte denn sein können, wenn Jesus wirklich dieser Sohn Gottes ist und ein großer Prophet, wie er war und wie er auch in anderen Religionen anerkannt wird, was wären gewesen, wenn die Juden diesen Propheten damals angenommen hätten? Aber diese Frage wird im Christentum nicht gestellt und wir stellen diese Frage auch nicht, dieses Thema bringen wir auch auf diese Art und Weise nicht zu den fremden Religionen, die eigentlich dadurch vielleicht gerade ein Aha-Erlebnis haben könnten. Und ich bin der Überzeugung, der Islam würde nicht existieren. Ein Mohammed hätte keinen Grund gehabt, eine neue Religion zu gründen, wenn die Christen in der damaligen Zeit eine vernünftigere Antwort gegeben haben hätten auf die Frage, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Und ihr erinnert euch, und ich möchte den Text heute gleich mit hereinnehmen, Paulus hat ja selber gemerkt, damals, als er in Korinth gepredigt hat, gerade in Korinth, in Griechenland, wo er da spricht, wo diese Weltweisen waren, und dieser Text ist uns allen bekannt, in 1. Korinther Kapitel 1, wo er auf diese Philosophen gestoßen ist und auf diese griechische Welt, die von der Philosophie also beeinflusst war. Und die konnten mit einer Information, dass da ein Gott auf Erden war, der von den Juden so gehasst und gemartert wurde und geschlagen wurde, am Kreuz gestorben ist, dass das der Erlöser der Menschheit sein soll. Das ist den Leuten nirgends eingegangen. Offensichtlich hat sich diese Geschichte innerhalb kürzester Zeit in der ganzen damaligen Welt verbreitet. Aber gleichzeitig ist diese Geschichte offensichtlich so absurd dargestellt worden, dass es zu einer Torheit und zu einem Stein des Anstoßes geworden ist. Immer mehr und mehr. Und deshalb vielleicht dieser Text in 1. Korinther 1, Vers 18, wo der Paulus sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Der Paulus wusste, wovon er sprach. Er kam aus den Juden, das war auch für die Juden eine Torheit, und dann später ist er als christlicher Missionar überall hingekommen, außerhalb ins Heidentum hinein, nach Griechenland, in die Türkei, nicht in die damalige Kleinasien und so weiter, seine Missionsreisen. Und überall hat er festgestellt, dass die Menschen offensichtlich von dem da und dort sicherlich schon etwas gewusst haben werden, aber es war ihnen eine Torheit, das zu begreifen, was da passiert ist. Ja? Oder dann, wo es sagt, im Vers 22, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Also Stellen kennen wir, und das ist bis heute geblieben. Das ist bis heute in allen Religionen so geblieben. Und ich meine, das ist vielleicht eine Herausforderung, die ich ja auch in dieser Thematik, mit dieser Thematik an Christen stelle. Vielleicht sollten wir uns als Christen selber die Frage stellen, hat das Christentum in seiner Geschichte mit dazu beigetragen, dass diese Torheit nicht ausgeräumt wurde, nicht schon mehr ausgeräumt wurde in dieser Welt? Oder dass das Christentum durch seine Art, wie sie über das Kreuz gesprochen hat und wie sie das Kreuz bis heute vermittelt, dass sie diese Torheit und diesen Stein des Anstoßes noch mehr und mehr vergrößern? Und ich möchte euch hier nur ein Beispiel mal zunächst darstellen, und zwar aus dem 4. Jahrhundert der Kirchenvater Augustinus. Ja? Der hat hier eine Diskussion geführt mit einem gewissen Faustus, ja, der die Christen angegriffen hat. Damals gab es ja viele Philosophen und gelehrte Leute im Römischen Reich, die sich es zur Aufgabe gemacht haben, die Christen in ihrem Glauben an diesen Jesus, der da gekreuzigt ist, an diesen gekreuzigten Jesus, lächerlich zu machen und sie zu widerlegen. Und natürlich haben da Christen dann auf der einen Seite
auch wieder sehr gelehrte Christen, und das waren dann die sogenannten Apologeten, die sogenannten ersten Kirchenväter, die lange Schriften geschrieben haben und in diesen Schriften auf sehr komplexe Weise den christlichen Glauben diesen heidnischen Philosophen und diesen heidnischen Gelehrten gegenüber zu verteidigen. Aber gleichzeitig natürlich das Christentum dem Volk damit zu vermitteln. Und das ist ja, sie haben ja große Erfolge gehabt damit, aber ob alle Argumente, die man damals gebracht hat, auch wirklich biblische Argumente waren und ob in dieser Auseinandersetzung, in dieser Argumentation mit den Heiden damals nicht plötzlich die Argumentation der Christen auch in eine Richtung gegangen ist, die mit der Bibel nichts mehr zu tun haben, das ist offen, also das ist nachweisbar in der Geschichte darzustellen. Und ich lese euch jetzt ein Zitat vor, vielleicht lege ich das gleich dann noch ins Chat, für die, die im Chat sind, ja. Und zwar schauen wir uns hier eine interessante Darstellung an, wie der Kirchenvater Augustinus über das Kreuz sprach. Ja. Ihr habt da oben die Quelle, Reply to Faustus, ich habe das im Internet gefunden, auf einer Page, wo ich das gefunden habe hier. Und da schreibt Augustinus hier in folgenden Worten: Auf diese Weise wurde bei der Kreuzigung der Vorhang in zwei Teile zerrissen. Ja? Also es geht um die Kreuzigung, was da passiert ist. Damit bei der Passion Christi das Geheimnis für Gläubige offenbart werde, die mit einem offenen Mund vom Bekenntnis sein Blut trinken. Auf diese Weise setzt das jüdische Volk wie kein fort den Boden in einer fleischlichen Beobachtung des Gesetzes zu beflecken, das ihnen nicht seine Kraft vermittelt, weil sie nicht in die Gnade Christi, weil sie nicht in die Gnade Christi empfangen. Fehler, ja. So wurde auch das Fleisch Christi die Basis, durch welches die Juden, indem sie ihn kreuzigten, unsere Erlösung erwirkten. Und das ist hier ein Satz, der wert ist, überlegt zu werden. Also grundsätzlich merkt ihr, Augustinus argumentiert hier, dass er vergleicht jetzt das jüdische Volk zunächst einmal mit Kain. Ja, woher kennen wir Kain? Kain war der Mann, der seinen Bruder Abel erschlagen hat. Ja? Und Augustinus hat in gewisser Weise recht, denn die Bibel sagt, der Abel war gerecht und der Kain war ungerecht. Und weil sein Bruder gerecht war und er ungerecht war, hat er seinen gerechten Bruder erschlagen. Ja, im Grunde genommen ist das tatsächlich ein erstes Beispiel in der Geschichte der Menschheit, gleich nach der Erschaffung der Menschen, kann man sagen, wo ein Ungerechter einen Gerechten unschuldigerweise zu Tode geschlagen hat. Augustinus hat in dem Sinn recht, dass er sagt, was damals passiert ist, was die Juden damals mit Jesus gemacht haben, damit setzt dieses Volk das fort, was der Kain begonnen hat, dass ein Ungerechter einen Gerechten unschuldigerweise erschlägt. Und im Grunde genommen muss man sagen, hat er recht. Wenn er dann weiter sagt, ja, sie haben damit den Boden in einer fleischlichen Beobachtung des Gesetzes befleckt, das ihnen nicht seine Kraft vermittelt, weil sie nicht, nicht die Gnade Christi empfangen. Das heißt, dadurch, dass sie das gemacht haben, dass sie Jesus gekreuzigt haben, können sie die Gnade Christi nicht empfangen. Und jetzt achtet, jetzt muss man fragen, stimmt das? Jetzt überlegt einmal, 400 nach Christus sind wir hier und da wird da steht ein Kirchenvater auf und er spricht hier vom gesamten jüdischen Volk. Das jüdische Volk hat hier die Handlung von Kain fortgesetzt. Jeder Jude, der zu dieser Zeit so etwas gehört hat von Christen, der wird sich dagegen gewehrt haben. Denn der Großteil der Juden wird gesagt haben, was haben wir, die wir heute 400 Jahre später leben, mit dem zu tun, was vielleicht damals irgendwelche Leute, die mit Jesus ein Problem hatten, dass sie ihn gehasst haben und ihn gekreuzigt und getötet haben. Wie kann jetzt das Christentum hergehen und pauschal einfach das ganze jüdische Volk hinstellen, als würden sie sogenannte Gottesmörder sein? Und das ist eine Tatsache, das heißt, dieser Begriff Gottesmörder hat sich in der Kirchengeschichte tatsächlich festgesetzt
Und das Judentum ist automatisch als Gesamtheit von Christen immer mehr in diesem, mit diesem Gedanken belegt worden, Gottesmörder zu sein. Ja? Da kann man sehr vieles in der Kirchengeschichte finden. Ihr könnt da mal im Internet schauen, unter diesem Begriff, wie sehr das Judentum darunter gelitten hat. Und ich denke, wir als Christen müssen vorsichtig sein, dass wir nicht das gesamte jüdische Volk, das gesamte Judentum für etwas verantwortlich machen, was damals Menschen gemacht haben. Wir als Österreicher, wir wollen nicht, dass wir als Österreicher mit den Gräueltaten des Dritten Reiches in Verbindung gebracht werden und der Gräueltaten bezichtigt werden, die ein Hitler begangen hat, nicht? Und sein Regime, dass die ganze Schuld auf Österreich kommt oder eben auf Deutschland, weil er dann letztendlich ein Deutscher war. Und das, wir merken, wir wehren uns dagegen, obwohl man diesen Ruf schwer los wird. Und von der Seite her verstehen wir natürlich auch, warum das Judentum sich so wehrt, dass man ihnen ständig diesen Vorwurf macht, ja, dass sie das gemacht haben. Und ich glaube, hier müssen wir auch differenzieren. Aber interessant ist dann trotzdem, dass man sagt, so wurde auch das Fleisch Christi die Basis, durch welches die Juden, indem sie ihn kreuzigten, unsere Erlösung erwirkten. Das heißt, hier ist dieser Gedanke schon im 4. Jahrhundert sehr stark verankert, dass eigentlich nur über diesen Weg der Kreuzigung und über die Verwerfung der Juden Jesus gegenüber die Erlösung für die Menschheit möglich war. Und jetzt versucht euch in einen Juden zu versetzen, damals im 4. Jahrhundert, aber auch heute und vielleicht durch die ganze Kirchengeschichte, wenn sie von christlichen Theologen ab dieser Zeit etwa diese Erklärungen bekommen haben. Auf der einen Seite wird ihnen vorgeworfen, dass sie Jesus umgebracht haben, dass sie wie Kain den Abel erschlagen hat, in solche Verbindungen gebracht werden. Und gleichzeitig wird aber gesagt, ja, aber nur durch das Kreuz, durch diese Kreuzigung, ist die Erlösung für die Menschen erwirkt worden. Also jeder Jude musste sich hier eigentlich irgendwo Gedanken gemacht haben, und ich kann mir vorstellen, eine solche Art der Darstellung des Todes Jesu und der Erlösungslehre, man versteht das, Juden waren ja intelligente Leute, die und zählen heute zu den intelligentesten Leuten, dass man so das Evangelium Juden nicht bringen kann, das versteht sich von selber. Und ich denke, das ist auch ein Grund, und das kann man in der Kirchengeschichte nachvollziehen, als das Christentum angefangen hat, das Kreuz in der Weise darzustellen, nicht mehr als ein grundsätzliches, ungöttliches Handeln, etwas, was nichts mit Gott zu tun hat, sondern eigentlich mehr mit Satan zu tun hat, der das inszeniert hat. Und da gibt es genügend Hinweise in der Bibel, wenn Jesus, auch damals die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die da mit beteiligt waren, ihnen das vorwirft, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun, nicht? Und da ging es ja da in Johannes 8 in dieser Stelle darum, warum wollt ihr mich töten, nicht? Da hat Jesus diese Frage gestellt. Und wenn man dann plötzlich eine Erklärung bekommt und die in die Richtung geht, aber das Ganze ist ausdrücklicher Wille Gottes gewesen, dann kann man sich denken, dass hier Juden, die davon betroffen waren und auch andere, irgendwo ein Problem bekommen haben und dadurch dann von einer Torheit zu sprechen begonnen haben und von einem Stein des Anstoßes. Ja? Es ist bemerkenswert, und gerade in diesem Zusammenhang, bei den Kirchenvätern, ich habe in den letzten Jahren intensivst gesucht, soweit ich da finden konnte, mir ist aufgefallen bei all diesen theologischen Erklärungen, dass eben die Frage, ob das wirklich Gottes Wille war, gar nicht so richtig gestellt wird, und schon gar nicht die Frage, na, was wäre denn gewesen, wenn die Juden ihren Messias, statt sie ihn kreuzigen, wenn sie ihn angenommen hätten. Und die Bibel erlaubt das aber. Für uns ist das inzwischen kein Problem mehr. Ich weise aber trotzdem hier auf diese Stelle des Paulus hin. Paulus hat ja Anlass gegeben in 1. Korinther 2, Vers 8, diesen Gedanken zu äußern, damals schon. Das zeigt, dass das Urchristentum mit dieser Frage
umgegangen ist, dass sie diese Frage tatsächlich gestellt haben, dass sie nicht gesagt haben, das war Gottes Wille, dass Jesus verworfen wurde, sondern dass er angenommen wird, erkannt wird. Denn Paulus sagt hier, spricht hier von dieser Weisheit der Gottes gegenüber der Torheit der Menschen, diese Weisheit Gottes, welcher keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, diese Weisheit Gottes, die Gott für die Menschen vorgesehen hat, damit sie begreifen, wie er sie ins Reich Gottes führen möchte, wie er ihnen Frieden auf Erden schenken wollte, wie er ein messianisches Reich in dieser Welt aufrichten wollte, unter den Juden und über die Heiden auszubreiten. Dahinter war ja eine gewisse Weisheit, die er sich schon längst umsetzen hätte sollen, aber die Torheit dieser Welt hat Gottes Weisheit zur Torheit gemacht. Ja, das ist ja umgekehrt gewesen. Und Paulus stellt hier ganz deutlich stellt hier fest, wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ihn doch nicht gekreuzigt. Ja, warum gibt es in der ganzen christlichen Literatur, ich muss euch sagen, ich weiß, wovon ich spreche, und das ist mir jetzt ein großes Anliegen, das ist mir in den letzten Jahren durch alle meine Studien, ich habe da Bücher und Bücher durchgeschmökert und durchgeackert, mir ist dieser Text in den theologischen Auseinandersetzungen über den Tod Jesu bei den Kirchenvätern in den 4., 5. Jahrhundert und auch quer durch die Geschichte herauf, mir ist dieser Text auch nirgends untergekommen, bei Martin Luther, ja, irgendwo in der Reformationszeit, dass die Reformatoren diese Stelle irgendwo genommen hätten und aus dieser Stelle heraus irgendwo eine andere Fragestellung an die Geschichte der Kreuzigung gestellt hätten. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Martin Luther zum Beispiel über den Tod Jesu ähnlich spricht als wie Augustinus im 4. Jahrhundert. Und Luther war aber ein großer Feind, er hatte Augustinus und diese Kirchenväter, er hatte gekämpft gegen diese Kirchenväter, weil er schon von dort her Lehren übernommen worden oder in der Kirchengeschichte gekommen sind, die er als Reformator ja bekämpft hat. Aber interessanterweise in Bezug auf das, dass die Juden hier im gewissen Sinne Gottes Plan erfüllten zur Erlösung der Menschen, diesen Gedanken hat Martin Luther interessanterweise eins zu eins vom Augustinus in gewisser Weise übernommen. Ich habe nicht die gleichen Worte gefunden, aber immerhin die gleiche Formulierungen. Ja. Ich lege euch diesen Text hier wieder rein, damit ihr mitlesen könnt, für die jetzt im Chat sind. Ja. Ein bisschen viel Text heute, aber ich denke, es ist wert. Ihr könnt das ja herauskopieren dann und diese Zitate für euch dann weiter verwenden. Gut, schauen wir uns das an. Martin Luther, und ich habe diese Erklärung in einem Buch gefunden über die Stellvertretung von einem katholischen Theologen, Stefan Schede, ja, das Buch Stellvertretung, ein Buch, das eigentlich ein Muss wäre für jeden Christen, für jeden Theologen, ist natürlich schwer geschrieben, ist sehr viel Latein drinnen und Griechisch und so weiter und auch hebräische Phrasen, aber zum Teil ist es übersetzt, es ist schwer zu lesen, ja. Aber grundsätzlich ist es wert, weil der Mann dieser ganzen Geschichte nachgeht in diesem Buch, wie es zu dieser Idee gekommen ist, dass Jesus stellvertretend für die Menschen sterben musste, weil sonst keine Vergebung der Sünden für Menschen möglich gewesen wäre. Und nicht nur das, weil sonst das Reich Gottes in dieser Welt nicht aufgerichtet werden hätte können. Und alle Verheißungen, die wir da im Alten Testament von Israel haben, die wir in den letzten Abenden ja angesprochen haben, hätten sich nie erfüllen können, wenn Jesus nicht letztendlich dieses Schicksal erlitten hätte, das er erlitten hat. Und Luther sagt, also Stefan Schede schreibt hier in diesem Buch über Luther, er sagt, die Verurteilung Jesu ist nur auf der Metaebene, das heißt auf einer höheren Ebene, das Rechte, was geschehen musste. Also ich habe kürzlich eine Predigt gehört, eine Osterpredigt von einem Prediger, auch ein adventistischer Prediger in der Gemeinde, der die Frage gestellt hat in der Gemeinde, war der Tod Jesu eine juristische Gerechtigkeit oder eine juristische Ungerechtigkeit?
Natürlich, die waren alle einverstanden. Das war juristisch gesehen eine absolute Ungerechtigkeit. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Also niemand dürfte meinen, dass das ein gerechtes Urteil war. Menschlich gesehen. Aber der hat dann auch in dieser Predigt gesagt, aber das ist nur die menschliche Ebene. Auf der göttlichen Ebene ist das ja im gewissen Sinne das Gerechteste, was geschehen konnte, weil nur dadurch Erlösung der Menschen stattgefunden hat. Und dieser Gedanke, den hat hier Luther auch schon drinnen gehabt. Ja? Nur auf deiner Metaebene war es das Richtige, was da getan wurde, die Verurteilung Jesu. Luther will anders als später der Jesuit Calvin, der Jurist Calvin, und der war dann Reformator, nicht sagen, also Luther wollte nicht sagen, dass Pilatus oder die Juden Christus in einem ordentlichen Verfahren verurteilt hätten. Ja? Also achtet, Calvin war der Meinung, aus diesem Zitat kann man das erkennen, Calvin war der Meinung, dass die Verurteilung Jesu nach einem ganz normalen Prozess stattgefunden hat, also ein ordentlicher Prozess. Ja, so weit ist er gegangen, weil er dann ja auch den Tod Jesu als eine absolute Notwendigkeit gesehen hat, weil das ja auch im Sinne Gottes war, und so hat er auch hier in der Verurteilung, in dem Gerichtsprozess offensichtlich nichts Ungerechtes drinnen gefunden, was Jesus vorgeworfen worden ist, also selbst wenn es falsche Zeugen waren ist, aber er ist durch ein hohes Gericht verurteilt worden. Ja, es war ein ordentliches Verfahren. So Calvin. Luther sagt das nicht. Er sagt, die Verurteilung Jesu wird dadurch paradox, dass sich gerade und nur in diesem unordentlichen Verfahren der Wille Gottes durchsetzen konnte. Und da merkt ihr im Grunde genommen den gleichen Gedanken wie bei Augustinus. Das heißt, irgendwo ist dahinter der Wille Gottes zur Erlösung der Menschen, und er konnte sich nur durch die ungerechte Verurteilung durch den Hohen Rat durchsetzen. Als hätte Gott keine andere Möglichkeit gehabt, als so ein ungerechtes Urteil über seinen Sohn vom Menschen ausgesprochen zu bekommen, damit der Erlösung den Menschen zuteil werden lassen könnte. Also ich denke, ich bin sicher nicht der Einzige, der sich darüber wundert. Er geht dann weiter, Luther sagt, die Juden wie Pilatus kooperieren auf diese Weise gegen ihren Willen trotzdem mit Gott. Und das ist im Grunde genommen genau das, was die Kirchenväter gesagt haben, nicht? Dadurch ist die Erlösung bewirkt worden. Menschen haben ja zwar gegen den Willen Gottes gearbeitet, aber eigentlich haben sie mit Gott kooperiert. Ja? Die Juden fordern die Verurteilung Christi, weil sie ihn vorwerfen, Gottes Sohn schafft für sich in Anspruch. Gottes Sohnschaft, muss ich nochmal lesen. Die Juden fordern die Verurteilung Christi, weil sie ihm vorwerfen, Gottes Sohnschaft für sich in Anspruch genommen zu haben. Deshalb ist er verurteilt worden. Ja? Sie durchschauen aber nicht, dass das Urteil, das sie über Jesus aussprachen, eigentlich sie treffen müsste, ja? die Juden selber. Auf diese bizarre Weise wird ihre Schuld zu einer glücklichen Schuld, die Christus ans Kreuz bringt. Also überlegt einmal, die Juden haben hier eine Schuld auf sich geladen, aber weil durch diese Schuld letztendlich Erlösung erwirkt worden ist, dass überhaupt Gott dadurch die Möglichkeit gegeben worden ist, dass er der Menschheit Sünde vergeben kann, dass er sie letztendlich vom Tode erlösen kann und dass er dann das Reich Gottes aufrichten kann, musste das geschehen. Ja, das ist das, was hier Luther gesehen hat. Und gerade merkt ihr, wenn man so eine Theologie vertritt, wenn man so eine Sichtweise von Tod Jesu vertritt, dann ist natürlich die Frage, was wäre denn gewesen, wenn die Juden das nicht gemacht hätten, wenn sie ihn angenommen hätten, dann wäre diese Frage, die würde da nicht mehr hineinpassen. Denn wenn man einmal sich das zu einem Dogma gemacht hat, dass die Kreuzigung und all das, was passiert ist mit Jesus, der absolute Wille Gottes war und dass das der Plan war und nur über diesen Plan die Erlösung der Menschheit und die Aufrichtung des Reiches Gottes erwirkt werden konnte, dann darf diese Frage oder dieser Gedanke, den der Paulus da drinnen gestellt hat, der passt da nicht mehr hinein. Wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ja das nicht gemacht. Und das ist der Grund, warum man diese Erklärung ich habe sie bis jetzt noch nirgends gefunden, diese Fragestellung, die man vielleicht da mit einbezogen hätte in die christliche Theologie. Und da gibt es ja noch ein anderes Zitat, das habe ich jetzt nicht dabei, das fällt mir jetzt gerade ein,
Ja, merke, ich habe das nicht übernommen hier. Aber da gibt es ja eine andere Stelle, wo Calvin, ja, gerade Calvin, die Meinung vertreten hat, dass ja Jesus Höllenschmerzen erleiden musste, weil nur in diesen Höllenschmerzen genügend Sühne gelegen hat drinnen, damit letztendlich Versöhnung der Sünde stattfinden kann. Aber ich denke, wir werden da später noch auf dieses Zitat kommen oder vielleicht dann in unserem nächsten Thema. Interessant ist aber, dass ich bei der Auseinandersetzung mit dieser Frage, ob denn die Menschen, ob den Christen sich diese Frage, was wäre denn gewesen, wenn die Juden ihn angenommen hätten, dass diese Frage nirgendwo gestellt wird, doch sehr interessanterweise in adventistischer Theologie gestellt wird. Ja? Zwar auch von vielen Laien und nicht so informierten Theologen, auch in unseren Reihen, wird diese Frage genauso abgelehnt und genauso nicht gestellt und als absurd erklärt. Aber adventistische Theologie hat diese Frage ganz deutlich gestellt. Und wir haben in der Vergangenheit schon einiges darüber gesprochen. Und unsere letzten Themen haben ja damit zu tun gehabt, dass Gott ja ursprünglich einen anderen Plan hatte. Ja, mit dem Volk Israel schon. Und wir haben ja auch gesehen, dass er einen anderen Plan hatte mit Jesus. Und ich erinnere euch an das Zitat, das wir das letzte Mal gelesen haben, aus diesem Buch, aus dem Bibelkommentar und aus diesem Konzept auch von Herrn Schädinger über das Handbuch der Propheten, wo wir diese Aussage gelesen haben, wenn die Nationen, nicht nur Israel, sondern Israel zum Vorbild für die Nationen geworden wäre, und wenn dann Israel und die Nationen ihrem ihm anvertrauten Gut treu gewesen wäre und die hohe Bestimmung, die ihnen von Gott zugedacht war, geschätzt hätten, würde die ganze Erde mit Sehnsucht auf das Kommen des Messias gewartet haben. Ja, ihr erinnert euch, das waren unsere Texte. Und dann kommt aber gnadlos in diesem Kommentar die Erklärung, das heißt, die ganze Welt hätte auf den Messias gewartet, aber wir haben das letzte Mal schon die Frage gestellt, wenn die ganze Welt auf den Messias erwartet, ja, wie wäre dann das Schicksal Jesu weitergegangen? Und hier die Antwort, er wäre gekommen, er wäre gestorben und wäre auferstanden. Oder Herr Schädinger hat das dann in der Weise formuliert in seinem übersetzten Dokument. Natürlich, er hätte dann um unserer Sünde willen trotzdem sterben müssen. Er wäre auch auferstanden, wie es dann ja auch tatsächlich geschehen ist. Ja, so war es das dann letztendlich. Ja. Aber die Frage, was gewesen wäre dann letztendlich, wenn sie jetzt den Messias angenommen und ihn nicht verworfen hätten, die Frage, der geht man dann auch in adventistischer Theologie nicht so weiter nach, einige tun es und wir werden uns das dann näher anschauen, aber, und da komme ich jetzt auf den Zeitungsartikel zu reden, den ich in der Karwoche gefunden habe, ja. Das war in der kleinen Zeitung in Österreich, also mit der Überschrift ein müder Prediger, ja, die Überschrift. Und zwar, die Frage wird hier gestellt, was wäre gewesen, wenn Pilatus Jesus begnadigt hätte? Achtet darauf, eine interessante Fragestellung, die hier ein Reporter von der kleinen Zeitung dem Historiker Alexander Demand gestellt hat, ein österreichischer Historiker, dem er diese Frage gestellt hat, was wäre, wenn Pilatus Jesus begnadigt hätte? Und achtet, hier wird auch wieder nicht die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn die Juden Jesus angenommen hätten, sondern wenn der Pilatus ihn nicht verurteilt hätte. Also diese Frage, die habe ich mir eigentlich auch noch nicht so gestellt. Und deshalb habe ich diesen Artikel sehr interessant gefunden. Und erlaubt mir, ich gebe euch einige Gedanken hier wieder, was sich da ein Historiker, der offensichtlich auch Christ ist, also was er da beschreibt, da kommt schon manches Christliches durch, aber auf der einen Seite sehr, sehr ja, modernes, weltliches, philosophisches, das da durchkommt. Aber trotzdem, wir werden sehen, was er da sagt. Die erste Frage war, hätte Pontius Pilatus Jesus begnadigen können? Wäre das überhaupt möglich gewesen?
Der Historiker schreibt hier, das Todesurteil war eine reine Ermessensentscheidung des Pilatus. Das war das absolut in seiner Entscheidung. Und Jesus hat ihm ja gesagt, du könntest nicht entscheiden, wenn es dir nicht von Gott gegeben wäre. Das heißt, er war tatsächlich der diese Entscheidung gegeben hat. Er hat auch die Möglichkeit gehabt, Jesus tatsächlich freizusprechen. Und dann sagt er hier, er hätte genauso gut sagen können, der Pilatus hätte genauso gut sagen können, dieser inspirierte Zimmermann da aus Galiläa ist ein harmloser Spinner, ich lasse ihn laufen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Also man darf ja mal darüber nachdenken. Ja. Wenn man den Evangelisten glaubt, sagt er hier, war Jesus ja keine wirkliche Gefahr für die Römer. Und da hat er vollkommen recht. Der Pilatus hat doch gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und selbst als Jesus da in großen, also im Getümmel und in einer großen Menschenmenge in Jerusalem eingezogen ist, hat der Pilatus noch immer keinen Anlass gesehen, seine Soldaten auszuschicken und ihn da als Aufrührer irgendwo gefangen zu nehmen. Er war für die Römer keine Gefahr. Und da gebe ich diesem Historiker vollkommen recht. Und da lasst auch das, was die Evangelisten über ihn geschrieben haben, lasst das stehen. Ja? Aber Pilatus wollte dem Hohen Rat, namentlich Kaiphas, einen kleinen Gefallen erweisen. Offensichtlich war das so, ja, begünstigt, ein Günstling. Und so sind wir heute in der absurden Situation, 2000 Jahre später, über einen kleinen Statthalter zu reden, der in Wahrheit ein besserer Landrat war. Ich weiß nicht, ob es eine andere willkürliche Entscheidung gibt, die solche Folgen für die Weltgeschichte gehabt hat. Und ich denke, das ist wert, darüber nachzudenken. Ein Mann, ein kleiner Prokurator, der dort in Pilatus war, trifft eine Entscheidung und der Historiker sagt, diese Entscheidung, die der getroffen hat, es gibt keine andere Entscheidung, die solche nachhaltigen Wirkungen, solche Folgen für die gesamte Weltgeschichte hatte, wie die Entscheidung, Jesus ans Kreuz zu gehen. Ich denke, also ich habe bis jetzt noch keinen Christen getroffen, keinen christlichen Theologen und auch keinen adventistischen Theologen, der sich mit der Frage einmal auseinandergesetzt hätte, welche negativen Folgen hatte denn die Entscheidung, die Pilatus getroffen hat und die Entscheidung, die die Juden getroffen haben, Jesus zu kreuzigen, als sie geschrien haben, ans Kreuz mit ihm? Hat das nur positive Bedeutungen oder hat das auch negative? Und wir haben in unseren vergangenen Themen haben wir ja da schon einiges angesprochen. Aber ich bin eigentlich froh, ja, dass ein weltlicher Mensch, ein weltlicher Historiker auf diese Idee kommt, zu sagen, das, was damals entschieden wurde, das hat nicht nur Folgen gehabt für die damalige Zeit der Juden, sondern für die gesamte nachkommende Weltgeschichte. Und das entspricht genau dem, was ihr weit in einem Zitat gesagt habt, und ich habe das schon einige Male zitiert, wo Ellen White gesagt hat, in einem Zitat, nachdem ihn die Juden nun abgelehnt haben und verworfen haben, also Jesus, wird ihn nun die ganze Welt verwerfen. Und ich kann mir vorstellen, der Historiker, und ich werde euch dann am Schluss zeigen, zu welchem Ergebnis er gekommen ist, wenn er sagt, welche Folgen das für die Weltgeschichte hatte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt nur positive Folgen da drinnen sieht und nicht die negativen. Und das, was er dann schreibt, geht auch eher in die Richtung, die negativen Folgen aufzuzeigen, die diese Kreuzigung Jesu, diese Verwerfung Jesu damals gehabt hat, obwohl er eigentlich sehr oberflächlich ist und es sich lohnen würde, hier noch viel tiefer zu graben. Ja? Eine zweite Frage, die der Journalist hier gestellt hat, war, gab es alternative Strafen? Habt ihr euch diese Frage schon einmal gestellt? War der Pilatus gezwungen, Jesus ans Kreuz zu nageln, nur weil die Juden gesagt haben, ans Kreuz mit ihm? Oder hätte es die Möglichkeit gegeben, auch eine andere Strafe ihm zuzuteilen? Diese Frage habe ich mir selber überhaupt noch nicht gestellt. Aber hier der Historiker sagt, Pilatus hätte Jesus auspeitschen lassen und ausweisen können, also aus dem Lande vertreiben können. Er hätte Jesus auch Zwangsarbeit in einen der großen Steinbrüche in Oberägypten verurteilen können. Also eine interessante Sache. Wer sagt denn, dass Jesus unbedingt ans Kreuz genagelt werden muss?
Offensichtlich lag das ja im Ermessen der Menschen. Das war eine Entscheidung der Menschen. Das hat ja nicht Gott entschieden, letztendlich, das muss so geschehen, sondern wenn Jesus früher auf die Welt gekommen wäre oder später, wenn er heute irgendwo zur Welt gekommen wäre und die Welt würde es gewohnt sein, die Leute durch Hinrichtung, durch Erhängen oder einfach durch Erschießen oder bei den Juden durch Steinigung, alle Möglichkeiten. Ja, hätte es ergeben können. Und interessant, zu der damaligen Zeit Pilatus hätte entscheiden können, nicht, dass Jesus, und dann sagt er hier, wenn er verurteilt worden wäre, wie manche Sklaven zu arbeiten, wäre das ja auch ein denkbares Schicksal gewesen. Dann sagt er, dann hätte Jesus für den Rest seines Lebens Steine klopfen müssen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, welche Vorstellung hat dieser Historiker von der Person Jesu? Ja, und von Zusammenhängen. Aber ihr merkt schon, ich denke, es ist echt einmal interessant und wert, auch solchen Leuten nachzugehen. Vielleicht kommen wir früher oder später mit solchen Leuten ins Gespräch und wissen dann vielleicht gar nicht, wie wir auf solche Sachen antworten. Ja, und deshalb meine ich, ist es ganz gut, einmal das zu kennen. Eine nächste Frage war dann, was wäre geschehen, wenn Pilatus Jesus begnadigt hätte? Dann sagt er hier, vielleicht hätten die hohen Priester eine Beschwerdegesandtschaft nach Rom zu Kaiser Tiberius geschickt. Allerdings ist fraglich, ob die Gesandtschaft Tiberius je erreicht hätte. Der Kaiser saß damals auf Capri und scherte sich nicht um die Regierungsgeschäfte. Aber selbst wenn Pilatus gerüffelt worden wäre und hätte eingreifen müssen, wären Monate, nicht Jahre verstrichen, in denen Jesus weiter gelebt und gepredigt hätte, bis er dann vielleicht einen ordentlichen Prozess bekommen hätte. Hätte Jesus am Ende ganz überlebt, wäre das Christentum in seiner paulinischen Form nicht entstanden. Achtet darauf, es ist echt interessant, auf solche Gedanken wäre ich überhaupt nie gekommen oder mir das überhaupt nie solche Gedanken gestellt. Na, wenn der Jesus begnadigt hätte, hätten die Juden nicht zwingen können, dass er ihn tötet. Hätten sie müssen weiter auskommen mit ihm. Was hätte Jesus dann gemacht? Er hätte dann weiter predigen können. Ja? Und dann meint er, dann hätte Jesus am Ende überlebt und das Christentum wäre, dann wäre er vielleicht irgendwo einen Tod in einem Alter gestorben und wenn ihn dann niemand gehasst und abgelehnt hätte. Aber wenn ihn jemand weiter gehasst hätte und die Menschen ihn angenommen hätten, dann wäre doch was anderes entstanden. Da sagt uns ja die Bibel sehr deutlich etwas. Ja? Dann geht er hier, der Reporter geht dann in dieser Diskussion weiter und sagt, heißt das, ein kreuzloses Christentum ist undenkbar? Und das ist auch jetzt eine interessante Frage. Also, und ich denke, für uns selber, die wir jetzt das hören, ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht, mit solchen Möglichkeiten, die es ja tatsächlich gegeben hätte, umzugehen und da jetzt noch unser Erlösungsbild irgendwo hineinzubekommen. Da merkt ihr schon, da müssen wir jetzt tiefer nachdenken. Aber gehen wir mal diese Frage weiter. Heißt das, ein kreuzloses Christentum ist undenkbar? Es würde den Namen nicht verdienen. Das Christentum steht und fällt mit dem Kreuz und der Erlösungstat Jesu. Also, das heißt, wir können uns nichts anderes vorstellen als das. Natürlich hätte ein begnadigter Jesus mit seiner Gemeinde in Galiläa eine jüdische Sekte begründen können. Davon gab es damals ja eine ganze Menge. Also mit seinen Jüngern hätte er weiter können durch das Land ziehen, nicht? Und hätte da seine Botschaft weiter verbreitet. Wir wissen nicht, was daraus geworden wäre, letztendlich, denn die Juden waren ja grundsätzlich ihm schon gehässig gestimmt. Und ich glaube ja vom Prinzip nicht, dass ein längeres Predigen für Jesus letztendlich noch etwas gebracht hätte. Aber ich denke, Jesus hat durch seine Verkündigung unter den Juden, er hätte ja schweigen können, er hätte sich ja zurückhalten können. Ja. Ich habe diese Woche gerade mit jemandem ein Gespräch gehabt und gesagt, weißt du, Jesus hätte genauso irgendwo sich zurücknehmen können, er hätte vielleicht nicht mehr so angriffig reden brauchen, er hätte den Juden nicht so, er hätte sie nicht so konfrontieren müssen mit ihren Irrlehren ständig und ihnen ständig entgegenreden und
das Gesetz anders zu läuten. Er hätte können für sich seinen Glauben leben, wie wir manchmal als Christen machen, dass wir uns zurückziehen und sagen, wenn wir merken, dass wir uns mit unserem Glauben Schwierigkeiten bekommen, dass wir uns durch das Bekenntnis unseren Glauben Hass und vielleicht Verfolgung auf uns ziehen, dann halten wir es lieber zurück, wir sagen lieber die Wahrheit nicht und wir schweigen lieber und sagen, ja, die sollen glauben, was sie wollen, ich glaube das für mich und dann habe ich meinen Frieden. Ja? Und ihr merkt ja, genau das hat Jesus nicht gemacht. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass in der Situation damals eine andere Möglichkeit gewesen wäre, wo Jesus noch so länger hätte können überleben. Denn wenn er mit seiner Botschaft so weitergegangen ist, und er ging ja so, die Juden hätten ja aus Wut allein, da hätten sie nicht mehr gewartet, bis der Pilatus seine Entscheidung trifft, sie hätten ihn umgebracht. Weil das von ihrer Religion her war das ja größte Gotteslästerung und sie hätten sich das nicht länger mehr angehört. Ja? Das ist ein Faktum, denke ich, in der Geschichte. Hier geht der Bericht einfach in dieser Richtung weiter, dass man letztendlich Jesus hinstellt wie jemand, naja, das wäre dann halt irgendein Prophet gewesen, der hätte dann überlebt, wie viele andere Propheten, die halt überlebt haben und irgendwo dann gestorben sind. Und ja, sie haben dann irgendwo eine Religion gegründet, aber diese Religion hat sich dann auch wieder irgendwo mehr oder weniger verlaufen, aber nicht alle. Ja, wir wissen, dass es Weltreligionen gibt, die sich nicht verlaufen haben, obwohl ihre Gründer einen normalen Tod gestorben sind, wie Mohammed zum Beispiel. Ne? Der ist einen normalen Tod gestorben und letztendlich seine Religion hat einen riesen Erfolg in dieser Welt. Also es ist nicht so, dass man da keinen Erfolg hat. Aber welche Art der Religion ist dabei herausgekommen? Das mit dem Christentum zu vergleichen, ist ja überhaupt kein Vergleich wert. Ja, ja, vielleicht, na gut, das übergehe ich dann. Die Frage ist dann noch gestellt worden, wie wäre die Weltgeschichte ohne das Kreuz verlaufen? Und das ist jetzt auch eine interessante Überlegung, die dieser Historiker hatte. Wenn Jesus nicht gekreuzigt worden wäre von den Juden, wenn er nicht dieses Schicksal erlitten hätte, was er erlebt hat, wie werden die Weltgeschichte ohne das Kreuz verlaufen? Achtet, was er hier schreibt. Bis zu Konstantin hätte sich wenig geändert. Rom nahm bis dahin praktisch keine Notiz von den Christen. Erst Konstantin hat im 4. Jahrhundert dafür gesorgt, dass die Kirche sich mit der Macht verbündet und der christliche Glaube letzten Endes zur Weltreligion aufstieg. Das heißt, im Grunde genommen sagt er hier, der christliche Glauben, der wäre ja eigentlich, wenn man es so meint, wäre ja ausgerottet worden durch die römischen Christenverfolgungen und dank des römischen Kaisers, der dann das Christentum erlaubt hat, das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, ist das Christentum letztendlich zu einer Weltreligion geworden. Und seit damals Konstantin den christlichen Glauben geschützt hat, ist er hier im Abendland bei uns, der christliche Glaube später durch Rom und durch die Verbindungen mit Rom, durch die Verbindungen mit dem Papsttum, immer geschützt worden. Das heißt, der katholische Glauben, das bedeutet, ein falsches Christentum ist staatlich geschützt worden und das wahre Christentum ist staatlich verfolgt worden, angetrieben von den religiösen Führern in der Geschichte, die nicht mehr beim wahren Christentum geblieben sind. Und das waren auch Leute, die natürlich dann auch nicht mehr das wahre Evangelium verkündigt haben. Und ich meine heute auch ganz deutlich, dass auch in diesem Christentum auch die wahre Botschaft vom Kreuz nicht mehr so vermittelt worden ist, wie sie ursprünglich verkündigt worden ist. Denn da brauchen wir nur vergleichen, wie die Apostel über den Tod Jesu verkündigt haben in der Apostelgeschichte. Lest euch die Predigten in der Apostelgeschichte einmal durch und schaut einmal, vergleicht einmal diese Predigten mit den Predigten, die wir heute über das Kreuz haben. In unseren Gemeinden und in christlichen Gemeinden, wenn man über den Tod Jesu spricht, wird immer nur das Positive vom Kreuz herausgehoben, aber nicht die andere Seite, welches Unheil dieses Kreuz und diese Geschichte vom Kreuz und die Verwerfung Jesu über die Welt gebracht hat. Und das ist ja eine einseitige Darstellung und das hat sich in der Kirchengeschichte offensichtlich sehr festgesetzt. Noch eine letzte Frage. Also er sagt dann auch, das Christentum wäre weiter bestanden,
Aber er hat auch die Möglichkeit drinnen, doch auch ein Fortbestand des Heidentums wäre durchaus denkbar gewesen. Das heißt, da hat er wohl erkannt, dass durch das Christentum viel vom Heidentum verschwunden ist, und das war ja ein Segen, denn das Christentum für die Welt war, das Heidentum verschwunden ist. Aber eigentlich, wenn wir es genau betrachten, ist er letztendlich über das Christentum, über das abgefallene Christentum, hat er das Heidentum wieder überlebt. Denn wenn wir heute hier in Europa die ganzen Kirchen anschauen, die ganzen Anbetungsstätten anschauen, die ganzen Götzenaltäre anschauen, nicht, was ja von der Bibel her als Götzendienst beschrieben wird, Bilderverehrung und Statuenverehrungen und diese ganzen Reliquienverehrungen, das ist ja ein Weiterleben des ursprünglichen Heidentums. Im Christentum ist zwar eine bestimmte Art eines Heidentums ausgerottet worden, aber eine andere noch mehr verbreitet worden. Und da merkt man, dass auch hier Historiker, eine solche Konzept darstellen, eigentlich auch einen, muss man sagen, einen Aufklärungsbedarf haben, was wahres Christentum ist und was verkehrtes Christentum ist. Eine letzte Frage, die der Reporter hier gestellt hat: Was für ein Gesicht hätte die Welt ohne das Christentum? Und wir würden jetzt ja auch sagen, was für ein Gesicht die Welt ohne das Christentum haben, wir würden wahrscheinlich auch als Adventisten eher die positiven Seiten herausstreichen. Aber ist es das wirklich? Und der Historiker hier hat den Mut gehabt, auf etwas Interessantes aufmerksam zu machen. Und deshalb nehme ich mir die Zeit, dass ich euch das vermittle, weil es wert ist, über diese Dinge nachzudenken. Er sagt, es hätte keine Ketzerverfolgungen gegeben. Also wenn es kein Christentum gegeben hätte, merkt ihr aber schon, ja, wenn es das echte Christentum gegeben hätte, dann hätte es nie Ketzerverfolgungen gegeben. Wenn das Christentum bei Christus geblieben wäre, und wenn sie Christus angenommen hätten, wir werfen leicht die Steine auf das Judentum und sagen, sie sind Gottesmörder, sie haben Christus abgelehnt, nicht? Und das war das größte Verbrechen. Aber 400 Jahre später, 200 Jahre später, kann man sagen, hat das Christentum schon angefangen, diesen Jesus ja genauso zu verwerfen, indem sie ein völlig anderes Jesusbild angefangen haben, der Welt zu vermitteln, als das, was es ursprünglich ja letztendlich war. Und dann zu sagen, wenn es kein Christentum gegeben hätte, hätte es keine Ketzerverbrennungen gegeben, keine Inquisition. Fanatische Mönche hätten 415 nach Christus nicht die Philosophin Hypatia in Alexandria zerfleischt. Aber es gäbe auch keine Kathedralen und keine Klöster. Wenn das alles ist, was das Christentum für diese Welt gebracht hat, also als ich das las, ist mir wirklich irgendwo eigentlich ein trauriges Schmunzeln gekommen, ja, dass man sagt, ein Historiker wie betrachtet man hier die Geschichte, ja, was für eine Vorstellung hat man vom wahren Christentum? Aber Christentum, merkt ihr, wird jetzt in Verbindung gebracht mit dem ganzen Katholizismus im Altertum und in der Frühzeit der Kirchengeschichte, mit dem Papsttum und den christlichen Nationen, die hier in Europa Inquisitionen durchgeführt haben, Millionen Menschen verfolgt haben und Millionen als Sklaven verkauft haben, Heimat vertrieben haben. Ist eine unglaubliche Sache. Und irgendwo hat er in dem Sinn, ja, wenn es dieses Christentum nicht gegeben hat, man muss ja sagen, so etwas hat es in keinem Islam gegeben, dass Musulmanen andere Musulmanen verfolgt haben, wie es in der christlichen Geschichte der Fall ist. Oder Hinduisten verfolgt haben. Aber Christen haben Christen verfolgt und zu Millionen zugrunde gerichtet. Also ein Paradoxum, etwas total Absurdes in dieser Geschichte dieser Welt, das wir da erleben. Wenn wir aber Christus darstellen und wenn wir sagen, ja, wenn die Juden Christus angenommen hätten und wenn das Christentum, die Nachfolger Jesus, dann zumindest, wenn schon das Judentum es abgelehnt hat, Christus angenommen hätten, mehr und mehr, dann könnte ich mir vorstellen, wenn die Christen zu so einem Vorbild geworden wären, wie es Jesus war, dass
ein brutaler Pilatus an ihm keine Schuld finden konnte und ihn nicht verurteilen wollte, ja, welcher Mensch hätte, welcher andere Kaiser in späteren Zeiten hätte dann die Christen verurteilt und mit Recht verurteilt? Aber wir wissen, die Christen haben ja tatsächlich, die wahren Nachfolger Jesu, haben ja tatsächlich nichts Böses getan. Die wollten ja tatsächlich der Welt Frieden bringen. Aber die Welt, und da betrifft er das auch auf diese spätere Zeit zu, die Welt hat diesen Christus nicht erkannt. Sie haben ihn zurückgeworfen. Nicht, und deshalb ist es genauso unmoralisch und eigentlich ungerecht, wenn Christen immer wieder davon sprechen, dass die Juden Jesus verworfen werden und dass wir auch dann vielleicht nur die Frage stellen, ja, was wären denn gewesen, wenn die Juden ihn nicht verworfen wären, welch für ein herrliches Friedensreich hätte entstehen können. Ja? Sondern wir müssen ja auch verstehen, was wären denn, wenn die Christen ihn nicht verworfen hätten. Und wenn die Christen von den wahren Christen das Evangelium angenommen hätten, und da hat der Historiker recht, ja, da hätte sich das alles nicht erfüllt, dann hätte es diese Verfolgungen in dem Sinn eigentlich nicht geben müssen. Aber Satan hat hier offensichtlich seine Hand im Spiel gehabt durch die ganze Geschichte hindurch. Und hat immer gewusst, wie er gegen die Wahrheit ankämpfen soll. Mit brutaler Gewalt, aber auch mit einer eigenartigen Theologie, die auch mit dem Kreuz Jesu zu tun hat. Und jetzt komme ich auf diese Frage noch zu sprechen, die dieser Mönch sich gestellt hat, 1400 Jahre nach Augustinus. Ja, und das schon in der Zeit der Reformation. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht ein protestantischer Theologe, sondern ein katholischer Theologe. Aber ihr werdet merken, in der Antwort, die er hier gibt, werden wir Antworten finden, die uns jetzt selber als Adventisten sehr bekannt vorkommen werden. Und ich lege euch jetzt dieses Zitat hinein. Also wenn ihr dieses Büchlein habt, ich gebe es jetzt da mal hinein in das Chat. Für die, die dieses Büchlein haben, könnt ihr diese Geschichte auf der Seite, auf der Seite 11 finden, ja, in dieser Geschichte. Und sagt die Schreiberin einleitend zunächst einmal, ja, auch in der frommen Erbauungsliteratur waren diese Vorstellungen verbreitet, ja, dass Jesus unbedingt sterben musste. In diesem Büchlein wird ja dargestellt, wie sich diese Idee, dass Jesus unbedingt sterben musste zur Erlösung der Menschen, sich da in der Kirchengeschichte aufgebaut hat. Und da geht sie da von den frühen Kirchenvätern, geht sie da herauf, die Schreiberin dieses Buches, die sich da auf einen Theologen bezieht, auf einen katholischen Theologen, Felix Borsch, ja, der da über diese Dinge auch geschrieben hat. Und da gab es Erbauungsliteratur und da waren diese Vorstellungen überall verbreitet. Ja. Um ein besonderes drastisches Beispiel zu nennen, sei ein Ausschnitt aus der Karfreitagspredigt des Gelehrten und in seiner Zeit hochgeschätzten Kapuzinerpaters und seit 1559 Kirchenlehrer Laurentius von Brindisi. Ja. Und hier das Zitat, das da in diesem Büchlein zu finden ist, ich lege euch das jetzt herein, da heißt es hier also, vom Kapuzinerpater, Kirchenlehrer Laurentius von Brindisi, 1559 bis 1619. Hier in diesem Büchlein steht 1959, das ist ein Druckfehler, da solltet ihr korrigieren. Ja? Und da heißt es hier, der Mann hat hier Folgendes überlegt, er sagt, in einer Karfreitagspredigt, es war der Wille Gottes, es war das Gebot Gottes, dass Christus für das Heil der Welt am Kreuz sterben musste, wie es Gottes Gebot war, am Kreuz sterbe, ja, so heißt es hier, dass er für das Heil der Welt am Kreuz sterbe, wie es das Gebot Gottes war, erstens, dass an den Felsen geschlagen wird,
dass die Schlange erhöht wird. Erinnert euch, in der Wüste ist an den Felsen geschlagen worden. Ja? Und da geht es ihm jetzt hier, wer hat den Auftrag gegeben, an diesen Felsen zu schlagen, damit Wasser herauskommt? Ja? Das war ja nicht irgendjemand, sondern das war ja Gott. Einmal hat Gott zu Mose gesagt, er soll zum Felsen sprechen, und dann hat Mose den Felsen trotzdem geschlagen. Ja? Und das war eine Sünde, wegen der er dann das Land Kanaan nicht erreichen konnte. Und hier kommt dieser Kapuzinerpater auf diese Geschichte zu sprechen und bringt sie jetzt als Beispiel für das, warum Jesus sterben musste und wie man das biblisch begründen kann. Ja, also wir haben es hier mit einer sehr interessanten Begründung zu tun, die wir als Christen und als Adventisten alle kennen. Aber hier hat sie ein Kapuzinerpater im 15. Jahrhundert gebracht. Wir werden sie wahrscheinlich diese Vergleiche hauptsächlich kennen, weil wir sie in unserer adventistischen Literatur finden und weil wir sie besonders auch bei Ellen White sehr stark finden, diese Vergleiche. Aber das ist jetzt auch ein Hinweis, dass Ellen White nicht die Erfinderin solcher Vergleiche war, dass das nicht bei ihr zum ersten Mal auftaucht, wie es so manche Adventisten vielleicht glauben würden, dass, weil Ellen White das gesagt hat, war sie vielleicht die Erfinderin dieser Vergleiche hier und ist ihr vielleicht das von Gott sogar in der Weise so gegeben worden, mit allen Konsequenzen, was das dann hat, mit allen Erklärungen. Ja? Also, hier eine Erklärung in dieser Richtung, das heißt, es war der Wille Gottes, es war das Gebot Gottes, dass Christus für das Heil der Welt am Kreuz sterbe, als Vergleich dafür, wie es auch Gottes Gebot war, dass an den Felsen geschlagen wird, dass zweitens die Schlange erhöht wird. Das ist das einzige Beispiel, das Jesus von den Beispielen, die er hier aufzählt, im Neuen Testament erwähnt. Auf das möchte ich gleich aufmerksam machen. In der Rede von Nikodemus, ja. Wie das Kreuz erhöht worden ist, oder die Schlange auf dem Kreuz erhöht, so sollte Jesus erhöht werden. Dann drittens, wie das Osterlamm getötet wurde, ja, also der Vergleich mit dem Osterlamm, wo ja dann der Paulus im Neuen Testament sagt, ja, wir haben auch ein Osterlamm, welches Christus für uns geopfert ist, wo man natürlich fragen muss, ja, was ist gemeint? Und ist das deshalb ein Beispiel, deshalb muss auch Jesus getötet werden? Oder dann, wie das Kalb zur Sühne geschlachtet wird? Und dann auch, wie Isaak als Ganzopfer dargebracht wird. Nein, in diesem Büchlein, durch seinen Tod erlöst. Ihr merkt also, dieser katholische Kapuzinerpater hat also die Antwort auf die Frage, warum musste Jesus sterben oder ob er überhaupt sterben musste, da hat er mit einer biblischen Argumentation hat er gearbeitet. Und auch hier kommt die Fragestellung überhaupt, der kam wahrscheinlich genauso nicht auf den Gedanken, ja, hat das wirklich so sein müssen? Haben die Juden Jesus wirklich ans Kreuz nageln müssen? Das ist in dieser Geschichte, in dieser Fragestellung kommt das überhaupt nicht vor. Ja? Wir werden das uns schrittweise dieses Zitat anschauen. Ja? Das heißt, nach seinen Erklärungen war das ein Gebot Gottes, dass er sterben musste, so wie es ein Gebot gilt, das war, dass Mose den Felsen schlagen musste. Dass Mose von Gott den Auftrag bekommen hat, eine Schlange in der Wüste aufzurichten. Oder das Osterlamm zu töten. Oder die Tieropfer zur Sühne zu schlachten. Oder Abraham hat den Auftrag bekommen, von Gott Isaak zu opfern. Und das wird jetzt hier eins zu eins übernommen und gesagt, so musste auch Jesus getötet werden, im Grunde genommen. Ja? So die Auslegung und Begründung. Die Frage stellt sich aber, die wir hier gleich stellen wollen, bevor ich dieses Zitat wollen weiterlesen, er kommt ja dann auch auf den Gedanken hin, er sagt dann schon, das werden wir das nächste Mal schauen, das wird heute nicht mehr möglich sein, dass wir das zu Ende führen hier. Aber das nächste Mal werde ich zeigen, er geht dann im Zitat weiter, wenn ihr das Buch habt, könnt ihr das ja lesen. Er sagt, das, was sie aber da getan haben, das war eine Sünde. Das war trotzdem eine Sünde, die sie getan haben. Aber gleichzeitig sagt er, das war der Wille Gottes und sogar Gebot Gottes, mit den Vergleichen, mit dem Felsen zu schlagen, zum Beispiel. Und wir wissen, dass das jetzt aber nicht nur ein katholisches Argument geblieben ist, sondern dass dieses Denken, dass praktisch Gott den Befehl gegeben hat,
den Felsen zu schlagen oder die Schlange auf dem Ding zu schlagen und so weiter und alles zu töten. Das übertragt man dann und sagt, so hat auch Gott den Befehl gegeben, seinen Sohn zu töten. Und wenn wir hier einen Kapuzinerpater im 15. Jahrhundert haben, 16. Jahrhundert, dann lese ich euch jetzt einen Text vor von Spurgeon. Spurgeon war ein Zeitgenosse von Ellen White, ein Prediger zu der damaligen Zeit, den auch Ellen White sehr gerne gelesen hat und auch in ihr Denken sehr stark eingebaut hat. Das kann man in ihrer Literatur dann feststellen, wenn man auch Spurgeon kennt, dass da ganz verwandte Gedankengänge zu finden sind. Und Spurgeon hat hier in einer Predigt, die ich in einem Internet gefunden habe, zum Tod Jesu. Ja, da könnt ihr viele Predigten von Spurgeon finden im Internet und dann tragt einmal ein, Spurgeon, Tod Jesu. Vielleicht kommt ihr auf diese Predigt dann auch irgendwo hin. Und da mitten in dieser Predigt sagt er dann zum Beispiel hier, ja, vielleicht lege ich das auch noch ins Chat, dass ihr da mitlesen könnt. Ich habe da ja vor einiger Zeit einmal diese Predigten auch per E-Mail ausgesandt. Vielleicht hat sie der eine oder andere, ich weiß, dass einige von euch, die ihr zuhört, vielleicht das schon kennt, aber hier in diesem Zusammenhang eine Erinnerung, ja, dass wir uns da machen können. Okay, dann. Gut, also, da ist es. Nein, das ist nicht. Ist das jetzt nicht möglich gewesen? Ja, tut mir leid, mein Chat ist scheinbar überbelastet, das funktioniert da nicht mehr. So kann ich euch das Zitat da nicht hineinlegen. Aber ich lese es jetzt vor, ja. Das Spurgeon sagt in einer Predigt, der Vater verdammt seinen Sohn. Er gibt den Preis der Geißel der Römer. Gibt den Preis dem Hohn der Juden und da kann man sagen, ja, das war ja so, ja. Aber ob der Vater seinen Sohn verdammt hat, da stelle ich natürlich in Frage. Dass er einen Preis gegeben hat, das ist eine andere Frage. Und ihr merkt hier, wie hier in der Sprache der Theologie diese Dinge vermischt werden. Ja? Er gibt den Preis dem Hohn der Juden, er gibt den Preis dem Spotte der Krieger und dem Übermut der Priester. Er überliefert seinen Sohn dem Henker und befiehlt ihm, ihn ans Kreuzesstamm zu nageln. Und ihr merkt ja, hier wird das, was Gott zugelassen hat, mit dem, was er dann auch selber getan hat, auf eine Ebene gebracht. Er hat ihn ausgeliefert dem Henker und jetzt befiehlt er dem Henker, ihn ans Kreuz zu schlagen. Und ich glaube, kein Prediger heute wird so eine Predigt halten und wird das so formulieren. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwo einen christlichen Prediger gibt, der das so darstellt. Aber trotzdem gibt es genügend Prediger, die sagen, es war Gottes Wille, dass er dorthin geschlagen wird. Ja? Und dann ist er da eigentlich nicht viel anders die Schuld. Dann geht er weiter. Aber das war noch nicht genug. Da die Menschen zu schwach sind, all die Rache, die Gottes gerecht legt Gott selbst seinen Sohn. Also das heißt, die Rache der Menschen, sagt er hier, wäre eigentlich zu wenig gewesen. Das, was Menschen ihm angetan hätten, wäre zu wenig. Gott schlägt selber seinen Sohn. Oh, also als ich das las, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ein Spörzen, der so ein großer Erweckungsprediger ist und der von Christen allgemein und auch von Adventisten so geliebt wird in Bezug auf seine Predigten, dass er so etwas sagen konnte. Oder wie, sagt er, seid ihr betroffen über diesen Ausdruck? Er ist schriftgemäß. Jetzt begründet das sogar mit der Schrift, warum das so zu sehen sein. Lest nur das 53. Kapitel des Jesaja und ihr werdet den Beweis dafür finden. Und dort steht in Jesaja 53, im, glaube ich, Vers 7 oder 6 steht drinnen, oder, nein, Entschuldigung, es ist der Vers 10. Der Herr wollte ihn also zerschlagen. Und das ist tatsächlich eine Übersetzung, die wir dort haben. Gott wollte ihn zerschlagen. Und dann daraus überträgt er hier den Gedanken, er wurde von Gott geschlagen und gemartert. Ja? Dieser Text dort so steht, nicht? Der Herr wollte ihn zerschlagen, sagt er dann auch gleich, er wurde von Gott geschlagen. Ja? Gut, das Zitat geht dann weiter und sagt, oder wie, seid ihr betroffen?
Als er von jedermann Misshandlungen erfahren, als der Verräter ihn aufs Tiefste verwundet, als Pilatus und Herodes, als Juden und Heiden alle nach Kräften ihr Ängstes an ihm getan hatten, da zeigte es sich, wie menschliche Kraft zu schwach war, um volle Rache an ihm zu nehmen. Und da nahm denn der Vater selbst sein Schwert und rief: Wohlan, erhebe dich, o Schwert, gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Nächster ist. Und da zitiert er jetzt Sacharja 13. Und ich werde euch das nächste Mal zeigen. Interessant ist, dass auch heute adventistische Theologen eine ähnliche Bibelstelle oder die gleiche Bibelstelle nehmen und ähnliche Argumentationen nehmen, um zu gleichen Schlussfolgerungen zu kommen. Und dann heißt es hier, Spörtchen geht dann weiter in dem Text, und er schlug ihm mit schwersten Streichen, wie wenn er sein Feind gewesen wäre, wie einen gemeinen Verbrecher, wie den verruchtesten Übeltäter. Er schlug ihn wieder und immer wieder, bis jener furchtbare Schrei von des sterbenden Erlösers Lippen sich losrang: Eli, Eli, lama asabatani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fürwahr, wenn Gott seinen Sohn und solch einen Sohn schlägt, seinen einzigen hochgeliebten Sohn, dann hat die Gerechtigkeit mehr als ihr gebührt, mehr als sie selbst verlangen konnte, denn Christus hat sich freiwillig zum Opfer gegeben. Ja? Der letzte Satz, muss man sagen, stimmt. Jesus hat sich tatsächlich freiwillig schlagen lassen, aber ich wehre mich ganz dezidiert dagegen, dass man hier nur das in den Mund nimmt, wie immer das man dann interpretieren möchte. Aber so etwas hat kein Apostel, hat sich gewagt, so etwas in den Mund zu nehmen. Und dort, wenn der Petrus in der Pfingstpredigt so gepredigt hätte und dort vor dieser Menschenmenge gestanden hätte und gesagt hat, hätte auf der einen Seite: Ihr seid seine Verräter und Mörder geworden, wie es dann auch Stephanus gesagt hat, und dann im nächsten Satz gesagt haben: Aber der Herr wollte ihn zerschlagen. Er hat ihn geschlagen, Gott hat ihn geschlagen und gemartert. Er hat seinen Sohn geschlagen. Und damit vielleicht die Juden zu entschuldigen, dass sie damit eigentlich den Willen Gottes getan haben. Und wenn sie das nicht getan hätten, wäre unsere Erlösung nicht möglich gewesen. Ihr merkt, wo wir da hinkommen. Meine lieben Freunde, wir werden das Thema nächstes Mal fortsetzen, denn ich werde euch das nächste Mal zeigen, dass auch in adventistischer Literatur diese Gedankengänge eins zu eins aufgenommen worden sind, und wir würden es nicht vermuten, in welcher Literatur ähnliche Gedanken zu finden sind, die formuliert worden sind und die zum Teil auch heute formuliert werden. Ich denke, dass wir auch eine Verantwortung haben, dass wir über das wichtigste Thema, das Kreuz Jesu, ja, dass wir über das wichtigste Thema richtig reden sollten und vielleicht auch unseren eigenen Glaubensgeschwistern und Christen in unserer Umgebung die Augen öffnen für das, wie wir das richtig darstellen sollten, dass wir nicht durch das Kreuz und durch eine bestimmte Art der Verkündigung vom Kreuz mehr Schaden anrichten als Nutzen und noch mehr noch mehr Unheil in dieser Welt schuld sind, weil viele Menschen eine solche Art der Verkündigung des Kreuzes und der Frage, warum Jesus sterben musste, so eine Antwort nicht übernehmen können. Und ich wundere mich nicht, warum heute es in dieser Welt, auch in der christlichen Welt, so viele Atheisten gibt, die genau mit solchen Erklärungen die größten Probleme haben. Und Menschen anderer Religionen, denken wir an die Milliarden von Menschen, die gerade deshalb den christlichen Glauben ablehnen und ihn nicht annehmen können, weil solche Formulierungen in der Verkündigung über das Kreuz Jesu, über diese Erlösungstat Jesu, die ja natürlich eine Erlösungstat war, wo man diese Menschen mit seiner Erlösungslehre konfrontiert. Gott helfe uns, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen können, dass hier wieder das Kreuz in der Weise dargestellt wird, wie es die Bibel dargestellt hat und wie es die Apostel dargestellt haben. Wir werden das Thema das nächste Mal fortsetzen, auch in weiterer Folge dieser Kommentare, denn es ist mir wert, dass wir uns hier Gedanken machen, woher diese Ideen kommen, die uns heute so große Probleme machen bei der Verkündigung gerade dieses Themas. Gott helfe uns,
dass wir auch da in der richtigen Weise damit umgehen können. Gut, damit für heute Abend zum Schluss und ich lade euch noch ein zu einem Gebet miteinander. Lieber Vater im Himmel, hab Dank auch für diese Gedanken, die du uns heute nahegelegt hast, über das Denken von Menschen in der Geschichte dieser Welt, nachdem du, Herr Jesus, in dieser Welt warst, was aus deinem Kreuz gemacht worden ist, was aus deiner Liebe gemacht worden ist, in der du dich so behandeln hast lassen. Lass uns tiefer verstehen, warum du es gemacht hast und hilf, dass wir auch die rechten Antworten auf diese Fragen geben können. Dass wir uns aber auch Gedanken machen, was in dieser Weltgeschichte alles verkehrt gelaufen ist und wie viel Unheil angerichtet worden ist, weil das Wort vom Kreuz in einer bestimmten Art verkündigt worden ist und für viele noch zu einer größeren Torheit geworden ist, vielleicht als es vorher der Fall war. Vergib uns das, wenn wir auch selbst da und dort dazu beigetragen haben, dass Menschen das so nicht annehmen konnten, sondern hilf uns, dass wir uns von dir belehren lassen und dass wir dein Wort so verkündigen, wie du es uns niedergeschrieben hast oder wie du es niederschreiben hast lassen durch deine Apostel und durch deine Propheten. Und dass wir die rechte Sicht von dem bekommen, was du wirklich in dieser Welt getan hast damals und was du weiterhin noch vom Himmel her für diese Welt tun möchtest. Ein Evangelium den Menschen zu verkünden, das zu allen Völkern, Sprachen und Nationen kommt. Aber hilf, dass wir auch diesen Kern des Evangeliums in der Weise weitergeben können, dass es uns selbst richtig anspricht, dass es uns selbst zu anderen Menschen macht und auch andere Menschen das so annehmen können, dass sie auch dich lernen zu schätzen, zu lieben und dir nachzufolgen. Führe uns in diesem Sinne auch weiterhin um deiner Liebe willen. Amen. Gut. Also ich vermute, dass mein Chat ausgefallen ist und dass das nicht möglich war, falls jemand da was hineingeben, ja, jetzt geht's wieder. Ja. Komisch, dass das vorher nicht möglich war. Aber ich wünsche euch einen schönen Abend noch, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann, so Gott will, am nächsten Donnerstag wieder. Alles Gute überall hin und Gottes Segen und weiter viel Mut und auch Interesse zum weiteren Nachdenken. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.